Moin, ich habe letzt Probeschlaf im Auto gemacht. Hat gut geklappt, aber ich schätze mal, wenn der Sommer nachher kommt, dann wird es zu warm im Auto. Und deswegen habe ich mir den bestellt. Der ist eigentlich als Dauerbelüftung für den Kofferraum für Hunde, wenn du Hunde drin hast. Aber warum soll ich nicht auch im Auto schlafen können und lass den Kofferraum ein Stückchen auf? Das Einzige, was ich ändern muss, diese Spaltmaß hier, das ist zu groß, weil der kommt nämlich hier rein. Da einschrauben und dann hakt hier der Kofferraum normal ein. Aber du könntest den vielleicht aushaken. Also biege ich mir den ein Stück zusammen. So. Noch ein bisschen. Geschraubt. Oha, wunderbar. Hintergehakt. Jetzt kommt er nicht mehr raus. Jetzt hake ich mir hier den Kofferraumdeckel ein. Mache ich mal eben von der Seite. Moment. Und schon habe ich hier eine Zwangsbelüftung. Es kann auch nicht reinregnen. Ich kann den Kofferraum sogar abschließen. Auf geht er nicht. Und mit der Hand komme ich auch nicht besonders weit rein. Ja, keine Chance. Das ganz normal wieder auf. Den ins Handschuhfach.